Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Life is Strange. Jetzt in der Chaos-Theorie. Wir haben ja in der letzten Folge die Out-of-Time-Episode beendet. Komischerweise. Wie gesagt, ich bin immer noch nicht. Irgendwie bin ich da ein bisschen verwirrt. Ob da was geändert wurde oder so, ich habe keine Ahnung. Egal, wir starten direkt mal durch. In the previous episodes of Life is Strange, they called film Little Pieces of Time. Because Max wants everybody to see I'm how so sick of people trying to control me. Don't ever touch me again, freak. It totally makes sense. You hella saved my life. I think it's awesome you set a tongue record on video. You're going to be sorry someday. And there she is. How are you doing, Max? Hi, Joyce. I am so sorry about William. I have great memories of him. That was his gift to us. Wonderful memories. Let's talk about your superpower. Hey, Stelman Louise. You're my business now. That's Rachel's bracelet. Why the fuck are you wearing her bracelet? You want me to cut you, bitch? Please, step back. You're kidding. Put that down. Please, get me out of here! Nobody cares about me. Nobody. Oh ja, das haben wir verkackt. Aber sowas von. What are you doing here, Max? Now I know today was difficult for everybody. Miss Caulfield, why exactly were you on the route with Kate Marsh? Please tell us everything. What the hell is this? Max, there was no eclipse scheduled today. I believe you, Warren. I'll believe anything this week. Let's find out together! Ja, auf geht's! Life is Strange ist ein Spiel, in dem Spielentscheidungen die Geschichte beeinflusst. Die Folgen all deiner Taten und Entscheidungen wirken sich auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft aus. Wähle weise. Ja. Copy that. 10-4. Auf geht's. Ich hab schon wieder meine Uhr nicht hier, ne? Die Folgen werden wieder so lang. Es tut mir leid. Also, ich hab mein Tablet. Doch. Wie spät haben wir's? Alles klar. Gut. Don't not. Entertainment. Don't not. Ich hatte schon immer Schwierigkeiten mit dem Namen. Don't Nut oder Don't Nut, Don't Nut. Keine Ahnung. Ich nenn's immer Don't Nut. Don't Nut. Oder so. Keine Ahnung. Puh, egal. Wir machen trotzdem coole Arbeit. Life is Strange, Episode 3, Chaos-Theorie. Uiuiui. Ach, das ist Kates Hase, ne? Kate! Das ist der Hase von Kate. I knew Chloe would be all over this. So I better get moving. Wir haben einen Hasen. I still can't stop thinking about Kate. It's like I'm awake in a bad dream. Bist du fertig? Ja, ne? See, Lisa, at least I kept you alive. Guess I'm better with plants than people. Muss ich sie jetzt nochmal gießen? Hey, Bunny, don't be too bummed, but from now on, I'm your new mommy. Ja, das ist Kates Hase. Are you hungry, Bunny? Here, nosh on this. Cool. Fuck, jetzt haben wir ja... Komm, Hasi, wir machen dir mal das Licht an. Wow. Bringt ja viel. Die Fotowand sieht so mega nice aus. Jeepers, I am so freaking tired. I
sound like a moron. But crime does not delay. I need to stay on top of this investigation. Ja. Oh. Wir können sie gar nicht gießen. Das ist gut. Das ist immer gut. There's been so much going on, I almost forgot about the eclipse. All this atmospheric action can't be a coincidence. And all roads are leading to my tornado vision. Benutzen? Come on, Max. No more tears. You have to act, not react. Jupp, machen wir auch, aber zuerst gucken wir Stundenplan. Pretty hard to focus on my class schedule this week. I wonder why. Haben die noch eine andere Sprache? Also, bei uns ist ja die Hauptsprache Deutsch und die Zusatzsprache Englisch. Haben die Englisch und was? Was haben die noch als Sprache? Müssen die nicht auch zwei Sprachen haben oder haben die nur eine? World History, Algebra, Lunch, Mathe, Sprache von Fotografie, okay. Dann nochmal Englisch, dann Sprache, Fotografie, Essen, Geschichte und Medienliteratur, okay. Weltgeschichte, also Welt. History, Algebra, Lunch, bla bla, Life Drawing. Achso, okay. The Art of Science, bla bla bla, bla 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 bla. Boah, Alter, bei so einem Stundenplan würde ich ja die Krise kriegen, ne? Gut, wir haben. Gucken wir nochmal in den Laptop, mal schauen. How did Sherlock Holmes deduce anything without the internet? Ja. Glad the media doesn't waste a second exploiting tragedy. Now Kate's family has to see their daughter's death all over the web like a cat video. And I'm even in this one. Oh, that makes me ill. This is such a moving piece of cut and paste Blackwell bullshit. Nobody here had Kate's back. Too little, too late. Acadia Bay Police Department. Missing person list. Rachel Amber, missing... Oh, okay. Elton Kesey, Melissa Lee Grayson, Winston Smith, Sunshine Ray. Okay. Ah, okay. Ah, das hat sie, glaube ich, vorgelesen, oder? Blackwell Academy Counseling Hotline. Dear Max wir machen das auf Deutsch, komm. Liebe Max Caulfield, wie Ihnen sicher bewusst ist, hat die Blackwell Academy diese Woche mit dem tragischen Tod von Kate Marsh eine geschätzte und geliebte Schülerin verloren. Jeder, der Kate getroffen hatte, ob Schüler oder Fakultätsmitglied, kannte sie als freundliche, intelligente und talentierte Person mit strahlender Zukunft. Die Belegschaft der Blackwell Academy ist sich des sozialen und akademischen Traumas bewusst, das mit so einem öffentlichen Vorfall einhergeht. Und wir glauben, dass es notwendig ist, direkt von den Schülern von ihren Gedanken und Sorgen zu erfahren. Wir ermutigen Sie, unsere 24-Stunden-Hotline bla 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 Blackwell anzurufen, um mit einem professionellen Berater über jedwede Fragen oder Situationen zu reden. Mit anderen Worten, Blackwell steht hinter Ihnen. Director Wells. Ja, klar. Either I delete my page or I block everybody. Meine Maus ist broken, Alter. Die macht immer Doppelklick die ganze Zeit. Gucken wir uns das nochmal an. Oh, Cage, genau, Kate. Kate Beverly Marsh. Taylor Kristen in unseren Herzen forever. Victoria Chase, Cut in Pace? Was? Okay. Evan Harris, ich werde dich nie vergessen und ihnen nie verzeihen. Mark Barrington, wir lieben dich, Kate. Die Kirche weint um dich. Alyssa Anderson, ich werde mich an dein Lächeln erinnern. Courtney Wagner, ich wünschte, wir hätten mehr Zeit miteinander verbracht. Peter Lemond, Matthäus 5:4, selig sind die, da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Okay. Kirche habe ich noch nie verstanden. Zach Riggins, die Blackwell Bigfoots versprechen, das nächste Spiel in deinen Namen zu gewinnen. Cool. Aber alle leider zu spät. Everybody will be talking about Kate now.
Blackwell might as well shut down for the next month. Ja. Eigentlich schon. Kate, I swear I will use all of my power to find out who really pushed you off that roof. Wir. Nein, wir nicht. Nicht wirklich. Gut, dann gehen wir mal raus. Okay, this is scary dark. Let there be... Oh, das sieht aus wie in einem Horrorspiel oder so. Kate, I would give up my power if I could have another rewind to save you. I won't rest until we find out the truth. And somebody pays for this. Yeah. This is my prayer for you, Kate. Bless your gentle soul. So much hypocrite. Ja, jetzt auf einmal kümmern sie sich alle um sie, weißt du? Jetzt, wo es zu spät ist. Da war draußen mal ein grünes Licht. Habt ihr das gesehen? Das sind ganz viele grüne Lichter. Sind das Glühwürmchen? Ah, hi. I hope Victoria feels particularly shitty about posting that link. Hey, Max. I saw you go up on the roof to try to help Kate. I can't believe she jumped. Taylor trösten. I can. I just wish I could have stopped her. Are you okay? I'm just, like, numb. I've never seen anybody actually die. Me neither. I didn't think you'd be so upset considering how much shit you and Victoria gave Kate. I'm my own person, not Victoria's bitch. Hello, like she's freaking too. She already broke curfew tonight. Shit, I'm not supposed to tell anybody. Wo ist sie hin? Where did she go? My lips are like sealed. Or Victoria will seal them for me. No doubt. See you later. Ach so, das war falscher Knopf. Hallo. Wir spulen nochmal zurück. Ich will nochmal wissen, was sie... Hey, Max. Ich will sie mal belästigen. I saw you go up on the roof to try to help Kate. I can't believe she jumped. Ah, Victorias rausschleichen. I know. Victoria must be upset since I saw her sneaking out of the dorm past curfew. Oh man, like, you saw her? She was so, like, nervous when she left the dorm. She wouldn't even tell me where she was going. Probably to hell. Well, I have to go crash. It's been a rough day, as you know. Thanks, Max. And I hope you're okay, too. You were the only one who tried to save Kate. Victoria was wrong about you. Now I have to be alone for my nightly anxiety attack. Talk to you later. Ah, alles klar. Also sie weiß nicht, wo sie hingegangen ist. Gut. Victoria isn't here. Maybe I'll just wait and bide my time. Going through her shit. Hallo. Finde ich eine gute Idee. Mal schauen. Wir sind ja jetzt sowas, so eine Art Privatermittler. Since I've crossed the line from Snoop to Detective, I might as well search for clues about what really happened to Kate at the Vortex Club party. Ja. Aber erstmal gucken wir uns hier diese Superschuhe Those an. Those boots are made for walking runways. These socks cost more than my wardrobe. I'll title this one Portrait de la Assholes. Das ist, glaube ich, der Vortex Club, oder? Da sehen wir, glaube ich, keine Kate drauf, oder? Das ist... Okay... Nee, ich glaube, da ist die Kate nicht drauf. Whoa, there's Kate. Da ist Kate. Totally high. She looks confused. Not like she's partying. Und sie zeigt mit dem Finger auf sie und sie lachen. Okay. Das heißt auf jeden Fall, Victoria muss irgendwas wissen, was mit Kate passiert ist. There has to be some dirt in here on Victoria.
Yeah. Well, well. Maybe Victoria isn't a monster after all. Von Victoria an Taylor. Hey, Sweetie. Was geht? Ich drücke mich gerade vor todlangweiligen Wissenschaftshausaufgaben. Wie soll sich irgendwer auf verfluchte Hausaufgaben konzentrieren, nachdem jemand in den Tod gesprungen ist? Ich kann nicht glauben, dass wir es live gesehen haben. Es war wie Reality-TV und der Campus war noch nie so still, als verstecke sich jeder vor sich jeder oder weine. Ich fühle mich total scheiß wegen dem Video und allem, was ich zu Kate gesagt habe. Trommeln wir ein paar Leute für später zusammen. Victoria braucht einen Cocktail, wir trinken auf Kate. Achso, das ist Nachrichtenverlauf. Von Taylor an Victoria. Kann ich runterscrollen? Nee, ist nicht runterscrollen. Okay. Mir tut es auch leid, Victoria. Ich kann nicht aufhören, ihren Sprung vor mir zu sehen. Ich brauche sofort was zu trinken. Welche Uhrzeit? Wow. This is like a thread for sociopaths. Max Crackfield? Lame. Party on, dudes. Von Nathan an Victoria. Das Miststück Max ist schuld an meiner Suspendierung. Ist das zu glauben? Das beschissene Wohnheim, in dem sie mit ihren Selfies spielt, gehört meinem Alten. Meine Eltern sind ausgeflippt und haben mir mit dem Job im Büro meines Alten gedroht. Wie blöd muss er sein, mich als Aushängeschild haben zu wollen. Max Crackfield und Blackwell werden dafür bezahlen. Und die Weltuntergangsparty findet verdammt nochmal statt. Klar? Ciao, Prescott. Von Victoria und Nathan. WTF, du verarscht mich. So eine Scheiße. Entschuldigung. Blackwell kann dich auf keinen Fall suspendieren. Ich wusste, Max würde nur Schwierigkeiten machen, als ich sie das erste Mal... Wer? Von Victoria. Achso, okay. Max würde nur Schwierigkeiten machen, als ich sie das erste Mal mit ihrer Retro-Kamera Jeffersons Hintern küssen sah. Ist dir aufgefallen, dass alle, die mit ihr rumhängen, Probleme bekommen? Und ja, der Vortex Club wird die Weltuntergangsparty veranstalten. Komme, was wolle. Ich schreibe dir nachher, dann können wir uns zum Pläne schmieden treffen. Halt durch. Aha. Oh, okay. Gibt nichts mehr. Diese Snitch. Suchen. A unique point of view is right. Thanks to Courtney Wagner ghostwriting this paper. Excellent. Gut recherchierter Aufsatz mit einzigartigem Blickwinkel. A. Victoria Chase, Kunstunterricht von Mr. Jefferson, Blackwell Academy, 1. Oktober 2013, Aufsatz neu und Tag. Expressionistische Fotografie von Victoria Chase. Wow, I had no idea Victoria's parents owned the Chase space. Color me impressed. Hallo? Victoria is about as street as me. But she really appreciates style. Gut, ich glaube, wir sind hier durch, oder? Kurz nochmal double check. First Rachel and now Kate? This is the end of the Vortex Club. Mülleimer. That's a lot of bank just to clean paint from a sweater. $30 um Dings. Victoria's secret. She's a geek. Warte mal, ernsthaft? Eine Spielzeugfigur? Wo ist sie? Sie hat den Müll weggeworfen. Ah, da ist sie. Leuchtet sie im Dunkeln? Tatsächlich, sie leuchtet im Dunkeln. Warte, vielleicht können wir das so ein bisschen provozieren. Ah, okay. Nicht wirklich. Oder? Vielleicht hier? Die leuchtet auf jeden Fall im Dunkeln. Naja, gut. Wir haben alles, wir gehen. Wir wollten uns ja mit Chloe treffen. God, that's like some awful TV crime scene in our dorm. Yeah.
Noch jemand hier? This is both sad and pathetic. Ah. Dana, ich bin wahrscheinlich schlecht im Schreiben, aber ich dachte, ich sollte es tun, damit du mich nicht auf ewig hasst. Ich weiß, ich tue vor allem anderen so, als sei ich tough, aber das war bei dir nie nötig. Ich verdiene dich nicht. Du hast gesehen, wie ich den Schwanz eingezogen habe. Wenn du Geld brauchst, sag Bescheid, Logan. Okay. Dana looks so sad, even though she's trying not to show it. Hey, Dana. How are you doing? I just can't stop thinking about Kate. And if this is my fault, too. Sie war deprimiert. I knew she was depressed, but I had no idea how bad. Must be serious to throw yourself off the roof. Mehr weißt du nicht? That's really all you know? Like, why would I know anything else? And Max, it's not cool to treat me as if I'm some suspect. Oh, okay. I have a fucking headache now. So please, let me crash. Ups. Nicht gut gelaufen. Nochmal. Hey, Dana. How are you doing? I just can't stop thinking about Kate. And if this is my fault, too. Sie war deprimiert. Wir sind alle verantwortlich. Wer so, ja, pff, du kannst was dafür, ich kann was dafür. Victoria beschuldigen, wäre auch dumm. Sie war deprimiert. I knew she was depressed, but I had no idea how bad. Must be serious to throw yourself off the roof. Kate was serious, but it's not all about that video. So what exactly are you saying, Max? You think this has something to do with Nathan being expelled? Ich bin mir noch nicht sicher. I'm not sure yet, but I'm on it. Weird shit is going down at Blackwell, and I'm going to find out why. I'm getting scared now. But people here are still sneaking out tonight. What? Like, who? Victoria bounced out of here earlier, and now you, Sherlock? Not me. I need a break from today. Get some sleep too, Dana. I'll see you later. Gut. Das ging noch mal ein bisschen besser aus. Also von ihr hätten wir die Info wegen Dings auch bekommen. Dana clearly doesn't mind if I peruse her laptop. Ja, okay. Aww, Trevor is a sweetie. Good for Dana. Von Trevor an Dana. Hey Dana, ich habe den ganzen Tag an dich gedacht und weiß, wie beschissen es für dich war, Kate springen zu sehen. Ich habe nichts Tiefgründiges oder Schlaues zu sagen. Ich will nur, dass du weißt, dass du eine gute Freundin warst. Und ich wünschte, sie hätte mehr von deiner Sorte gehabt. Du warst so gut zu mir, als alles andere mies lief. Und ich bin immer für dich da. Ich vermisse dich. Trevor. Trevor von GTA 5. Von Dana an Trevor. Vielen, vielen Dank, dass du an mich denkst. Ich sehe dauernd Kate Sprung vor mir und denke, ich hätte mehr tun können, um sie zu retten. Ich kann es kaum erwarten, dich morgen zu sehen, und du bist genauso gut zu mir, wie ich es anscheinend für dich bin. Ich werde von dir träumen. Okay, oh, das war... Ah, meine Maus! Aw, Trevor is a sweetie. If Dana ja. talks to Juliet about this, she's gonna wish she didn't. Von Juliet an Dana. Dana, ich hoffe, dir geht es nach den Ereignissen heute gut. Ich will mich nicht aufdrängen, aber ich schreibe einen Artikel über Kate für unsere Zeitung und ich wollte wissen, ob du mir ein paar kurze Fragen beantworten könntest. Anscheinend gibt es zu wenig Antworten. Reden wir darüber, wann immer es dir passt, okay? Hoffe, dir geht's gut. Von Herzen, Juliet. Aha. Von Dana an Juliet. Hi, Juliet. Ich weiß, du willst mehr über Kate herausfinden, aber ich stehe immer noch unter Schock und trauere. Ich denke nicht, dass du so kurz nach den Ereignissen heute viele Antworten bekommen wirst. Und vielleicht ist es besser, sich für den Moment zurückzuhalten. Ja. That's true. Yes, the Vortex Club does indeed suck. Okay, das war der Mülleimer. Sonst haben wir hier nichts mehr. Wir gehen dann mal... Oh, doch. That is so damn cute, how much Dana is into this Halloween party. Hier hat auch noch jemand geweint, ne? Boah, Alter, was war das denn jetzt? Auf geht's.
Wir gehen nach draußen. So Chloe is waiting for me in front of the main hall. Ein Eichhörnchen. Ein Hörnchen. Oh, ich hab jetzt Bock auf Hörnchen. Oh nein. Ich will davon ein Foto machen. Das muss doch gehen. Hello, little friend. Care to join me? Das war alles? Ja! Look at the lens. Ich wusste doch, da kann man ein Foto machen. Nut. Gotcha. So, jetzt kannst du gehen. Nice. Ich wusste doch, man kann davon ein Foto machen. Chloe. Ich muss dir was zeigen. Triff uns vom Kamm hoch, schwing die Hufen und zwar sofort. Max? Unbekannte Nummer. Ey, Nutte. Emanzen gehören ausgelöscht. Was? Emanzen? Was heißt denn Emanzen? Warren. Hey Max, ich will dich nicht bedrängen. Ich wollte nur sehen, wie es dir geht. Ich weiß, heute war hart, aber du hast mehr als jeder andere getan, um Kate zu helfen. Ich bin stolz auf dich. Und wenn du reden willst, ich bin immer hier. Jederzeit. Danke, Warren. Ich verarbeite es noch. Wenigstens wurde Nathan suspendiert. Ich rufe dich später an. Okay. Maybe Samuel should fix that lamp. Oh, the most magical insects. Burn bright. Wir gehen mal außen lang. Principal Wells, are you serious? I'm toast if he sees me. Nobody can miss Caulfield. You have to be stealthier than that. Shit. You're not supposed to be outside your dormitory at this hour. You know that. I'm sorry, Principal Wells. I'm still upset about Kate. I needed some air and space to walk. I'm sorry you had to go through that today. Er's betrunken. You tried to help, but God damn it, Blackwell is my responsibility. And I let her and Kate down. Go on back inside. Get some rest. It's been a shitty day. Good night, Max. Great. So how do I get past him to meet Chloe? Nobody can... I know I have a set of keys on me somewhere. Ah, Max the Ninja strikes nice. Again. Und schnell weg. So leer. Ich weiß nicht, ist die Schule irgendwie sowas wie ein Internat? Ich habe keine Ahnung. Das frage ich mich gerade, weil im Internat machst du ja auch Schule und wohnst dort auch. Ist das sowas wie ein Internat? Und wenn ja, dann muss ein Internat ja nichts Schlechtes sein. Booyah! Oh, boah, Alter! Get it? Booyah. Like I'm a scary punk ghost. Boah. Like scary and sensitive asshole. Chloe, I watched my friend jump off ich war gerade so konst... I don't think you need to prank me tonight. You always trip out on me for not being there for you, but is this how you're there for me? I'm sorry, Max. I wasn't even thinking. I suck. I'm not trying to be a bitch, but I'll never get the image out of my head of Kate jumping off that roof. All because my power didn't work. It didn't mean shit. I know seeing Kate fall was horrible. I don't even know how to deal with that, so I just...
act like an idiot. But it's your badass power that's gonna bring all this to a close. We just need to connect the players. And find out who really killed Kate. We have to stop this from happening to anybody else. Oh yeah, and somehow stop that tornado from wiping out Arcadia Bay, right? Chaos theory. Didn't you say that it was all about chaos theory? I don't see any control over this chaos. Oh, right. Except for your ability to... Oh, yeah. Manipulate time and space? No biggie. Chloe, I just feel weird about some of my decisions. Especially after I just got Nathan expelled. Dude, do not even torture yourself like that. Let's focus on looking for clues, okay? Ich will wissen, was mit Rachel passiert ist. We need to find out more about who Rachel was involved with around here. She was able to blend in with everybody, even with people I hated. And even though I don't know her, it feels like Rachel is guiding us to the truth. Fuck the truth. I just want to find my friend right now. It scares me to think where she could be. Do you think she's... Wohl auf? Kicking it in Los Angeles? That would be the best case scenario. She wouldn't leave without me, okay? And how often do missing girls turn up? We have to find Rachel soon. We have to. I promise you we will. Like you said, it's time to start the search for clues. Now tell me, what's your secret? Drumroll, please. I present the spare keys to Blackwell. Thank you, step prick. You are such a boss, Chloe. I just don't want you to get into any more trouble. Look at all the trouble dropping in Arcadia Bay. At this point, who gives a fuck anymore? We're in it to win it, Max. Lead the way. I'm so glad you're my partner in time. Ich hab mich gerade so erschreckt. As long as you're my partner in time. Insert groan here. Ich hab mich gerade so krass erschreckt, weil ich mich auf die Fenster konzentriert habe, weil ich dachte, oh, vielleicht guckt da jemand raus und sieht uns. Thank you again. Ich hab da so konzentriert hingesehen. Hopefully the rest of the class will follow your lead. I'm sorry I was distracted, as you know. It's not been a good day for Blackwell. I know this has been an awful day, and you can talk to me anytime, Mr. Jefferson. Thank you, Victoria. Oh, come. I imagine you're pretty upset over Kate as well. I'm, like, still in shock. I've never seen anybody die. I really cared about Katie. Katie? Klar. I had no idea you two were that close. Did she? Well, how does this affect the Everyday Heroes contest? It doesn't. The contest is still a go, and I still have to pick the winner to best represent Blackwell. I've got all the photos, except one from Max. I'll give you a one-word sneak preview of Max's photo. Selfie. Listen, you've seen my entry. You know it's better than that. Wouldn't that be so cool to hang out together in San Francisco, Mark? Stick to Mr. Jefferson, Victoria, please. And, I haven't picked a winner yet. You already love my work, so it's not like you're playing favorites. Just imagine if you picked my photo, though. We would have to spend a lot of time together. That could be fun, don't you think? I'm going to think that you didn't say any of that. You might as well choose me. Otherwise, I might have to tell people you offered to choose my photo for favors or something. As a favor to your future, I'll also ignore that undisguised threat. This conversation is officially over, Miss Chase. I suggest you go back to your dorm now. Wait! I only... No, diese Bitch. Bah! Are you fucking kidding me? Ja. Das ist ja widerlich, Alter. Sich so bei dem Lehrer einzuschleimen. So stupid. Just when I think Victoria can't get any more evil. Shit is about to get real at Blackwell. Let's go find out. Chloe the Keymaster. You know it. Dude, I don't know about this. We're both already in so much trouble. You can always let me get busted like you did with the weed. I'm serious. We're not kids anymore. We're breaking and entering. If I have a key, how can it be breaking? I get charges for just entering. I'm serious. We could go to jail. Not if I'm related to the head of Blackwell Security.
Stepshit will not want me in the hands of the local police. So we better find out what's in the principal's office first. You can rewind if we get caught, right? You have mad powers, Max. Tell that to Kate. Come on, one more door and our work here is done. Gut. Ich würde sagen, dann machen wir die nächste Tür in der nächsten Folge. Und ich möchte mich ja auch nochmal so ein bisschen umschauen, weil Schule bei Nacht ist immer geil gewesen. Ich kann mich noch dran erinnern, als ich bei Nacht in der Schule war. Ja, ich war mal mitten in der Nacht in der Schule. Es hat mega Fun gemacht. Alles ruhig, alles leer. Keiner da, der dich nervt. Na gut, auf jeden Fall bedanke ich mich bis hierhin fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge von Life is Strange. Also, bis gleich. Tschüss.